Herzlich willkommen zu Moodle Tipps und Tricks. Heute die Aktivität Glossar. Mit Hilfe eines Glossars können Listen von Definitionen erstellt werden und ähnlich einem Wörterbuch verwaltet werden. Setzen Sie das Glossar beispielsweise ein, um verschiedene Begriffe zu einem Fachthema von Studierenden zusammenzufassen oder sammeln zu lassen. Vertiefen Sie Informationen über verschiedene Themen, indem Sie die Studierenden zu vorgegebenen Begriffen recherchieren lassen. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Legen Sie das Glossar wie gewohnt über Aktivität oder Material anlegen an. Stellen Sie ein, ob Einträge von Ihnen geprüft werden müssen, bevor sie sichtbar werden. Überlegen Sie, ob Kursteilnehmerinnen mehrere Einträge machen dürfen und ob die Einträge im Nachhinein bearbeitbar sind. Legen Sie fest, ob Autoverlinkungen gestattet sind. Sie können das Glossar so anpassen, dass es sich optimal in Ihr didaktisches Konzept einfügt. Wichtig: Geben Sie Ihren Studierenden genaue Arbeitsanweisungen, um Rückfragen zu vermeiden. Um ein Glossar anzulegen, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie in Ihrem Kurs auf das Zahnrad neben dem Kurstitel und wählen Sie Bearbeiten einschalten. Wählen Sie Material oder Aktivität hinzufügen und klicken Sie auf Glossar. Vergeben Sie einen Namen und, wenn Sie möchten, eine kurze Beschreibung. Die Einstellung Glossartyp können Sie mit Sekundärglossar belassen, wenn Sie nicht vorhaben, aus anderen bereits bestehenden Glossaren Einträge zu importieren. Legen Sie unter Einträge fest, ob Beiträge ohne Prüfung durch Sie online gehen oder nicht. Sie im Nachhinein bearbeitbar sind, Mehrfacheinträge möglich sind und Kommentare unter den Einträgen gestattet sind. Die restlichen Einstellungen können Sie belassen, wie sie sind, oder natürlich auch Bewertungskriterien erstellen, wenn Sie diese möchten. Viel Erfolg! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp.